Autsch. Also jetzt werde ich definitiv gefressen. Puh. Dann lass mir diesmal die Teekanne in Ruhe. Warum haben die hier eigentlich überall lustige Bälle? Leg dich wieder hin. Oder geh. Damit könnte ich auch gut arbeiten. Bist du gegangen? Alles klar. Vielleicht habe ich jetzt unten zwei Köche, mit denen ich mich beschäftigen muss. Aber immerhin. Habe ich den Schlüssel? Ihr kleinen Viecher seid hier drüben lang gelaufen. Komm schon, lass dich drücken. Ich weiß. Ich kann euch bloß nicht alle retten. Jetzt sag mir nicht, der Koch ist so dumm, dass der immer noch da hinten am Dingens steht. Okay. 6. Vorbei am Hackebeil. An der Wurst. Die Steaks hoch.
Ab durch die Tür. Ich könnte mich im... Nee, nicht Paternoster. Im Dingens verstecken. Gut, dann verstecken wir uns mal im... Wie heißen die Dinger denn? Mach mal Licht. Mach mal Licht heißen die auch nicht, das ist mir klar. Hier ist kalt. Ich weiß nicht, was das hier ist. Machen wir mal das Licht an. Echt? Oh, ich mache erstmal die Lampe an. Das ist eine gute Idee, oder? Und dann nehme ich dich mit. Und mache dich kaputt. Ich vermute einfach mal, dass hier die Geisha-Mama der Bossgegner ist. Und je mehr von den Dingern ich kaputt mache... Also wenn ich ein Spiel designen würde, würde ich das so tun. Desto härter wird er dann nicht wieder runter. Wird der Bosskampf. Der letzte, finale. Ja, so würde ich das machen. Nein, 666 wieder hoch. Sehr gut. Jetzt ist das schwer genug? Nein. Ich weiß nur nicht, was ich damit machen soll. Was ist eigentlich hier drin? Ach, das waren die Überreste von Mama Geisha. Bösester Bösewicht, wo gibt?
Da bin ich jetzt sehr elegant dran vorbeigesprungen. Was ist das hier eigentlich? Oh, warte, dich kann ich doch rollen, oder? Oder zumindest ziehen. Dann habe ich 3 von euch. So. Schieben. So. Na toll, jetzt habe ich 3 von euch auf so einer komischen Platte liegen. Was bringt mir das? Bisher nichts. An das Teil hier dran hängen, um dann dran hochzuklettern. Also an das da. Hier. Da. Das klappt so nicht. Na gut. So klappt das auch nicht. Einstellungen. Helligkeit. Das kann ich also unterwegs noch ausstellen. Okay. Machen wir es mal ein ganz klein bisschen dunkler. Nach dem Motto, ich beschwere mich ja dauernd, dass es mir zu hell ist. Beschwere ich mich gleich wahrscheinlich, ist es mir zu dunkel. Will ich nicht freiwillig reinrennen? Also bin ich ein schlaues Mädchen. Ich tue einfach mal so, zumindest als ob Six ein Mädchen wäre. Okay, dann fahre ich wieder runter. Ich stehe im Prinzip vor so einem riesigen Fleischwolf. Jetzt kann ich Wurst machen. Verstehe. Jetzt bin ich hier durch. So, mach mal wieder hell. Und dann ab runter. Na gut.
Da kann ich nicht rein. Okay. Laufen wir dann mal weiter durch. Und ich brauche schon wieder einen Schlüssel. Autsch. Guck mich nicht so verliebt hungrig an. An mir ist nichts dran. Haben wir uns verstanden? Nichts dran ist an mir. Ja, die sind hier in der Käse. Ach, du hast Käse. Wuhu, mein Gewicht reicht aus, um den... Sechs. Nee, hier können wir tatsächlich auch nicht weiter. Da ist der Schlüssel. Was zerhackst du da eigentlich? Wie ein Schwein oder so sieht das nicht aus. Autsch. Mhm. Außer. La 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 la. Ja, mach euch das weiter kaputt. Jo. So.
siehst mich hier nicht. Du bist zu dick, um dich runterzubeugen, ja? Six. Hoch da. Hoch. Six. Ich habe nichts gesagt von Krabbeln. So. Jetzt sind wir ganz weit unten. Machen wir wieder Licht an. Ich habe sie gefunden. Oh, warte, warte, warte. Nehmen Sie auch mit. Tadam! Wie schon mal gesagt, eigentlich weiß ich nichts über das Spiel im Vorhinein. Dementsprechend weiß ich auch nicht, ob das, was ich mache, gut ist. So eine Art hatten wir gerade schon bei dem, ich nenne ihn mal den langarmigen Puppenmacher. Ah, jetzt bin ich beim Koch und beim Spülmensch. Geht es nicht nach oben? Ja, quak, quakt ihr mal. Bis ihr aufgebt. Jetzt gemacht. Ich habe was angestellt. Na gut, dann kletter ich eben das Geschirr hoch. Boah, ihr Kochmeister seid aber auch echt dumm. Ja, bitte spül da weiter. Geh da doch einfach weg.
gut. Wenn das so einfach nicht reicht. Ich finde diese auffälligen Pömpel halt so auffällig. Okay. Auf. Einverstanden. Endlich auf. Jedes Mal, wenn ihr mich riecht. Solltet wissen, was so riecht wie ich, das ist nervig. Was so riecht wie ich, ist nervig. Sollte, wenn mir auch merken, wie die Springtaste und so weiter ist. Ja, komm, stell dich davor. Noch ein bisschen rum. Ich möchte dir so eins mit der Spülbürste überziehen. Aber ich weiß nicht wie. Au. Er hat mich mit seinen Knien geknackt. Na gut, wo kommen wir raus? Puh. Hier vorne. Ja gut, dann hoffe ich, dass ich beim nächsten Mal laden auch hier wieder rauskomme. Und dann würde ich sagen, mache ich hier mal vorübergehend Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Little Nightmares. Und ja, in dem Sinne, bis dahin, tschüss und bye bye. So, Six, verbeug dich mal. Ja, genau. Verbeug dich. Verbeug dich vor dem Publikum. Nochmal! Sehr schön. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.